Hi Folks! In diesem Video geht es um 6 Hardcover-Rollenspielbücher, die hier eingezogen sind. 3 waren geplant, 6 sind es geworden. 3 davon waren Zwangskäufe. Wieso und warum und um welche Rollenspielbücher es sich handelt, erfahrt ihr nach dem Intro. Also, bleibt dran! Mir ist gerade aufgefallen, ich habe gar kein Intro. Na mal sehen, vielleicht bastel ich noch eins. Bekommen habe ich die 6 Hardcover-Bücher von Ulysses vom F-Shop in diesem Paket hier. Zwar hat das Paket hier eine Schutzstoßkante. Hier sind die 6 Hardcover-Bücher drin, aber wäre dieses Paket gestürzt, da wären bestimmt so einige von den Hardcover-Büchern in Mitleidenschaft gezogen worden. Leider ohne Schutzpolsterfolie. Gruß an die Lagerkobolde, das geht besser, das üben wir nochmal. Das Verpacken. Fangen wir mit den Zwangskäufen an. Zuerst haben wir hier das D&D Kampagnenband Fluch des Strat. Da hat der Markus Plötz, der Chef von Ulysses, im März, April verlautbaren lassen, dass in diesem Band etwas drinne steht, das mit der Firmenethik oder Firmenphilosophie von Ulysses nicht zu vereinbaren wäre. Und er möchte Kontakt mit Wizards of the Coast aufnehmen, um zukünftige Auflagen für den deutschen Markt anzupassen, sprich umzuändern. Da habe ich mir natürlich sofort dieses Buch bestellt, denn nur Original ist egal. Ich meine, wir sind doch alle eine Menschheitsfamilie und wohnen in the Global Village. Da haben wir in Deutschland dasselbe Recht wie alle anderen auf eine konkret übersetzte Ausgabe. Ja, die habe ich mir dann sofort bestellt und erhalten habe ich, kann man das sehen, die 3. überarbeitete Auflage. Und da habe ich natürlich gleich nachgeforscht, ob das eine schon abgeänderte Auflage ist oder nicht. Diese 3. Auflage entspricht inhaltlich der 1. und ist noch nicht abgeändert. Es ist jedoch so, dass Markus Plötz mit seinem Vorhaben ein Jahr zu spät kommt. Denn Wizards of the Coast hat bereits selber im Juni letzten Jahres, also im Jahr 2020, selbst Änderungen vorgenommen. Betroffen sind hier eben Fluch des Strat und das Grabmal der endkrassen Zersetzung. Ja, da gibt es eine Internetseite, wo ganz genau drin und drauf steht, was, wie, wo abgeändert wurde. Wenn ich dran denke, werde ich die unten in der Infobox angeben. Das alles ist so gesehen kein Einzelfall, sondern ein ganz normales Vorgehen, ein ganz normaler Vorgang, das Produkte verbessert und dem Zeitgeist angepasst werden. Ich selber dachte, als ich das hörte, da wären ganze Seiten und Absätze weggelassen oder umgeändert. Doch die Änderungen sind so marginal, dass sie nicht weiter ins Gewicht fallen. Disney macht das mitunter auch, dass gewisse Animationsfilme dem Zeitgeist angepasst werden und dementsprechend nachsynchronisiert werden. Kommen wir nun zum zweiten Buch, zum zweiten Zwangskauf, das Pathfinder Monster Handbuch 2. Ich hatte ja in einem der letzten Filme geschrieben, dass ich mir seit kurzem erst Monsterhandbücher zugelegt habe. Und was soll ich sagen? Ich habe sie kennen und lieben gelernt. Und da dürfte dieses Handbuch dann nicht weiter fehlen. Das Besondere an diesem Monsterhandbuch 2 von Pathfinder ist, also es ist immer noch die Pathfinder 1, die erste Auflage, die erste Edition. Nicht erste Auflage, erste Edition. Es ist ja jetzt schon die Pathfinder 2 Editionen draußen, also die 2. Edition, das ist immer noch Pathfinder 1. Das Besondere an diesem Monsterhandbuch 2 ist,
dass es meines Wissens von diesem Buch keine Taschenbuchausgabe gibt. Ja, es gibt insgesamt 6 Monsterhandbücher von Pathfinder und die Monsterhandbücher 1 und 3 bis 6 gibt es als Taschenbücher. Band 2 hier meines Wissens nicht. Und zwar hatte Ulysses dieses Buch im F-Shop zum Taschenbuchpreis angeboten. Der Originalpreis hier ist 39,95 und angeboten wurde es für 19,95. Ich habe da extra nochmal nachgehakt, ob das ein Druckfehler im F-Shop war. Nein, das wurde tatsächlich für 19,95 angeboten. Die Buchpreisbindung wurde aufgehoben. Ich denke mal, dass sie, steht da, welche Auflage das ist? Zweite überarbeitete Auflage. Ja, ich vermute mal, dass gerade diese Hardcover, die zweite überarbeitete Auflage des Hardcovers fertiggestellt haben, wo sie sich dann entschieden haben, die weiteren Nachdrucke der anderen Monsterhandbücher nur noch als Taschenbuchausgabe zu veröffentlichen. Also ich denke mal, wer alle Monsterhandbücher 1 bis 6 als Taschenbuch haben möchte, wird nicht funktionieren, weil es meines Wissens dieses Buch, das Buch 2, nicht als Taschenbuchausgabe gibt. Wenn jemand was anderes weiß, wenn ich da jetzt falsch liege, dann ab in die Kommentare damit. Und bei so einem Buch, Hardcover, der ich nur Hardcover sammel, für 19,95 konnte ich nicht Nein sagen. Zwangskauf Nummer 2. Und jetzt kommen wir zum Zwangskauf Nummer 3. Das gleiche gilt mit den Ausbauregeln Okkultes für Pathfinder. Waren auch nur noch wenige Exemplare als Hardcover verfügbar. So. Gab es noch zum regulären Preis, aber jetzt, wo ich dieses Video hier gerade abdrehe, sind so gut wie sämtliche Hardcover-Artikel von Pathfinder im F-Shop vergriffen. Also Pathfinder 1 wird jetzt abverkauft, sind jetzt nur noch die Taschenbuchausgaben erhältlich. Und die Ausbauregeln Okkultes sollen mitunter die besten Ausbauregeln sein. Neben den Ausbauregeln Horror, Okkultes soll noch besser sein. Es gibt auch Ausbauregeln Mystik, aber dieses Okkulte, damit kann man eben diesen düsteren, gruseligen, dunklen Flair irgendwie noch besser hervorheben. Also es ist ein Must-Have schon. Für Sammler sollte das auf jeden Fall so sein. Wie gesagt, also sämtliche Pathfinder-Bücher, die ich hier zeige, sind bei der Fertigstellung dieses Videos vergriffen. Das heißt, die sind alle jetzt antiquarisch. Wer Glück hat, kriegt die vielleicht noch in irgendeinem Shop seines Vertrauens, Straßenladen. Im Internet sieht's mau aus. So, jetzt kommen wir zu den 3 regulären Büchern. Hier haben wir Geister von Salzmarsch, D&D-Kampagnenband. So, das ist ja jetzt keine komplette Kampagne. Hier sind 7 Kurzabenteuer drin. Was heißt Kurzabenteuer? Also in sich abgeschlossene Abenteuer, die keinen roten Faden haben, die sich aber lose zu einer kompletten Kampagne verbinden lassen. Ja, hier ist das kleine Örtchen Salzmarsch, soll ein kleines Städtchen sein, sieht für mich eigentlich aus wie ein Dorf, aber ist ja egal, ein kleines Örtchen. Salzmarsch stammt aus der Kampagnenwelt Greyhawk. Die erste Kampagnenwelt von D&D meines Wissens. In diesem Buch sind Hinweise, wie man Salzmarsch auch in 3 andere D&D-Welten hineinversetzt. In Eberron, die Vergessenen Reiche und Mystera. Von Mystera ist
damals, also gab es knapp 20 Bände, 20 Kassetten. Und bei uns ist nur eine Box davon erschienen damals. Also Mystera, wenn man keine englischen Originalausgaben sich zugelegt hat, ist bei uns relativ unbekannt und nicht weit verbreitet. Ja, sind maritime Abenteuer, die am Wasser in Salzmarsch und deren Umgebung, wie gesagt, und als auch auf dem Wasser spielen. Mit Regeln für Schiffe, Tauchen, sind auch ein paar Schiffe drin. Der darf bei mir nicht fehlen. Dann haben wir hier den Kampagnenband Donnerwacht vom Schwarzen Auge. Hardcover-Ausgabe beinhaltet die beiden Einzelbände. Welche waren das hier? Steht das hier? Welche Bände das jetzt waren? Ja, hier steht's. Die Donnerwacht-Kampagne besteht aus den Einzelabenteuern Zeichen der Macht, Donnerwacht 1 und Bündnis der Wacht, Donnerwacht 2. Zusätzlich befindet sich in diesem Hardcover-Buch auch noch eine Erweiterung. Und ich weiß nicht, was ich davon genau halten soll. Bin ich jetzt ein Käufer, der bei einem Einzelabenteuer, ein Käufer der ersten Stunde und unterstütze Ulysses mit dem Kauf? Habe ich nachträglich vielleicht das Gefühl, dass mir etwas fehlt, sprich die Erweiterung, und bin deswegen mutmaßlich angehalten, mir das Hardcover auch noch zuzulegen, damit ich die Erweiterung besitze? Weiß ich nicht. Was haltet ihr davon? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Ob ihr Besitzer der Einzelabenteuer seid und ob euch das jetzt was ausmacht. Ob ihr das schade findet. Ob dass euch jetzt die Erweiterung fehlt. Vielleicht sollte Ulysses auch den Käufern der Einzelabenteuern irgendwie die Möglichkeit geben, die Erweiterung irgendwie noch in Printform kostenlos nachzubekommen. Keine Ahnung. Schreibt das mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja. So, Donnerwacht spielt ja, wollen wir hier nicht die Handouts zeigen, das mal. So, hier haben wir eine Karte. So. Donnerwacht spielt, ja, wo Donnerwacht ist. Hier im Sveltland, hier ist der Neunaugensee und das Nebelmoor. Und wie gesagt, das hatte ich schon mal erzählt, ist meine Lieblingsarea auf oder in Aventurien. Da sammle ich alle Abenteuer, darf in meiner Sammlung also nicht fehlen. Wie man sieht, geht es hier um Harpien und um Riesen. Soweit. Vorweg. So. Kommen wir nun zum letzten Hardcover-Buch, was hier eingezogen ist. Noch ein Pathfinder-Abenteuermodul. Wir seien Hellengoblins. Hier sind 4, 5 lose miteinander verstrickte Abenteuer drin, in dem die Spieler Goblins spielen. Dieses Buch ist gefährlich, denn es ist das lustigste Stück Rollenspiel, was ich gelesen habe. Und es besteht die Gefahr, dass die Spieler anschließend nur noch Goblins spielen möchten. Ja? Also so viel dazu. Gibt's auch nicht mehr im F-Shop. Alles weg, alles antiquarisch jetzt. So, meine Lieben, das soll es für heute mal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Also,
Mach's gut. Euer Lefty. Und lasst euch nicht wegschnappen.